Hallo, es ist Dienstag, der 16. Juli. Wir haben 14.20 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Das ist jetzt auch wieder 12 Tage her. Kennt ihr das, wie die Zeit vergeht? Vor euch liegt der MDAX auf Wochensicht, sprich eine Kerze, eine Woche. Und da sieht man eigentlich mehr oder weniger alles. Wir haben hier das ehemalige All-Time-High aus dem, wann war denn das, Januar 2018. Und das sieht jetzt hier unsauber gezogen aus. Gleich über den Tagessicht habe ich es dann richtiger gezogen. Es verschiebt sich immer so ein kleines bisschen. Das ist also der ganz normale Downtrend. Die Bänder gelten als normal. Da ist nichts, also das hier ist schon sehr eng gewesen. Das waren nur wenige 100 Punkte. Aber hier sind wir deutlich über 1000 Punkte. Bei fast 2000. Von daher, das ist also normal. Das ist super breit und das ist hier durchaus normal. Von den Bändern her habe ich kein Signal. Die gleitenden Durchschnitte 10 und 20 Wochen, muss ich dazu sagen, liegen hier ziemlich parallel. Wir handeln etwas oben drüber, das ist soweit in Ordnung, aber es ist nichts Besonderes. Und wir haben hier das Jahreshoch bei 26.215, habe ich hier mal eingezeichnet. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt, das heißt, wir haben nach wie vor die latente Gefahr eines Doppeltops. Von der Technik her ist das MACD ohne Aussage und die Stochastik gilt als überkauft, aber das war es auch schon. Irgendwo hängt ihr Köpfchen leicht nach unten. Und damit gehe ich auf den Tag, da kann man ein bisschen mehr rausholen. So, ich mache es ein bisschen mehr Kurse rein. Hier oben sehen Sie jetzt also diesen Downtrend, der ist hier weiter gezogen. Der befindet sich heute hier am 16. Juli bei 26.773, je nachdem wie spitz Ihr Bleistift ist. Und hier ist nach wie vor die Doppeltop-Gefahr, sehen wir hier. Die Bänder auch hier ohne echte Aussage, die sind nicht zu eng, die liegen völlig im Rahmen, von daher helfen die mir hier überhaupt nicht weiter. 10-Tage-Linie liegt über 20, das heißt Trendfolge ist nach wie vor in Ordnung. Und hier haben wir auch das Zwischenhoch von den 26.215. Das gilt es endlich mal zu brechen. Das harmoniert jetzt hervorragend mit dem oberen Band. Das heißt, wenn wir da drüber gehen sollten, und das ist ja nicht viel, das ist ja nur rund 1%, dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und hätten dann also locker Platz eben hier noch bis zu 26.770. Das MACD ist okay, nichts zu sagen, völlig in Ordnung, ohne echtes neues Signal, da ist kein Histogramm größer oder kleiner. Die Stochastik dreht auf hohem Niveau nochmal nach oben. Ich nehme an, sie folgt jetzt so ein bisschen dem DAX auch, der jetzt gerade eben auch mal wieder ein bisschen gestiegen ist. Aber nach wie vor, wir haben die Berichtssaison, ja, das geht jetzt also los und da sind ja ein paar Werte dabei, die können hier schon ordentlich für Wirbel sorgen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Scheine, die ich mir angeschaut habe. Heute hier und jetzt sehe ich keinen Handelsbedarf. Aber der kommt, wenn wir eben über diese 26.215 gehen, nach oben. Und da bin ich der Meinung, muss man einen Schein suchen, der irgendwo hier liegt, unter der 24.500. Diese Niveaus, das wäre mir zu heiß, das geht ganz schnell. Da kommt ein Wert mit schlechten Nachrichten eben über die Berichtssaison und dann haben wir ein Problem. Deswegen möchte ich doch eher lieber hier drunten sein. Und ich habe den hier gefunden, wo ist er, die GA3, 24.465. Das ist die GA3 TDH, Theodor Dora Heinrich von Goldman Sachs. Das ist ein unlimitierter Schein. 24.465. Sind wir also hier drunter und sind auch unter der 200-Tage-Linie. Damit fühle ich mich ganz gut. Und das ist keine kleine Option. Da sind wir auch bei einem 18er Hebel. Ich lüge schamlos. Das ist ein 16,5er. Das finde ich durchaus in Ordnung. Tja, und jetzt ist halt die Frage, was mache ich mit dem Put? Es gibt zwei Möglichkeiten. Dazu muss ich es hier ein bisschen näher ranholen. Ich kann ihn hinter die 26.215 legen. Das ist aber dann schon eine Hardcore-Option. Oder ich mache diesen längeren Downtrend und da müsste ich dann irgendwo liegen. Der Downtrend, wie gesagt, ist bei 26.775. Da muss ich schon so 26.850 nehmen. Ich nenne Ihnen mal zwei Alternativen. Fangen wir mal hier mit der Hardcore-Option an. Also die muss oberhalb von 26.215 liegen. Und da sticht mir die hier ins Auge.
Das ist von Goldman 26.330. Ja, da sind wir 115 Punkte drüber. Das muss schon ein bisschen mehr Abstand sein. Wenn das zu knapp dran ist, dann kann der ganz schnell gerissen werden. Und Sie brauchen ja auch die Zeit, um sie stoppen zu lassen. Also ein 26.330er, den würde ich stoppen lassen bei 26.260. Dann retten Sie das Aufgeld drüber. Liebe Leute, das hat einen Hebel von 89. Deswegen sage ich, das ist eine Hardcore-Option. Das ist die GM5TLU. Das ist also wirklich für die Hartgesottenen. Die käme bei mir allerdings erst in Frage, wenn wir hier unter dieses Niveau hier gehen, unter diesem Punkt, das ist die 25.245. Vorher wäre der selbst mir zu heiß. Und jetzt nehmen wir mal eine, die dahinter liegt, also über der 26.775. Da können wir den Hebel deutlich runterschieben. Da bietet sich zum Beispiel diese hier an. 26.810, der Put. Das ist die GM Gustav Martha 2 Emil Zeppelin 3. GM 2 Emil Zeppelin 3. 26.810, das ist ein 33er Hebel. Ist nicht klein. Ja. Aber auch der käme in Frage, wenn wir hier eben den eben schon genannten Level da von 25.245, wenn wir das unterbieten, vorher noch nicht. Die Berichtssaison ist heftig und da kommt es zu mächtigen Aufschlägen. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig und das Investment klein halten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.